Hallo und guten Tag oder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars The Old Republic. Heute mit Kamera. Hi. Ja, ich dachte, ich mache es einfach mal. Es ist ja irgendwie schon gang und gäbe in der Zwischenzeit, dass viele mit Kamera aufnehmen. Und da dachte ich, ich versuche es auch mal. Das ist einfach nur erstmal eine normale Webcam, um zu gucken, wie es funktioniert. Und ja, ich würde sagen, machen wir es einfach. Wir sind immer noch auf Tython und hatten gerade unsere Mission hier beendet und sollen jetzt zur Fähre, die natürlich oben ist. Und da laufen wir jetzt natürlich auch hin. Wir sind auch schon maßlos überlevelt. Wir sind Level 14, eigentlich ist das ja alles noch bis Level 10 nur. Aber kein Problem. Geht jetzt weiter zur Raumstation. Im Endeffekt zum... Ja, ich würde sagen, es ist so ein kleiner Hub. Zur republikanischen Flotte. So ein kleiner Hub, wo als der galaktische Markt, also im Endeffekt das Auktionshaus, verfügbar ist, wo man die Berufe lernt, wobei man nicht selber die Berufe lernt, sondern der Gefährte. Und ja, es ist im Endeffekt sowas wie eine Hauptstadt halt, ne? Und da fliegen wir jetzt hin. Und da werden wir dann gleich auch viele, viele Quests noch so bekommen, die sich mit den verschiedenen Funktionen beschäftigen. Aber dazu kommen wir jetzt. Der Dunkelheit auf der Spur annehmen. Okay. Nimm eine Fähre nach Coruscant. Oder rede mit dem Boten des kalten Mondes. Aber da müssen wir ja eh woanders hin. Wir sind jetzt auf der Raumstation. Unser kleiner Droide läuft ja lustig neben uns her. Können wir dem irgendwas geben? Kein Einfluss, kein Einfluss. Nö. XP-Gewinn haben wir noch an. Okay. Dann laufen wir jetzt erstmal zur Hauptebene. Und vorhin im Tutorial kam ja, dass Gefährten ab und zu mit uns sprechen möchten. Dafür muss man dann halt entweder auf sein eigenes Schiff oder in eine Kantina, und das werden wir gleich machen. Ja, erstmal hier die Prioritätsmission nennt sich das. Ist im Endeffekt Tutorial-Mission. Wir haben einmal die Gruppenfinder-Einführung für Flashpoints, also für Dungeons. Wir haben die PvP. Einführung, und zwar Arena und Kriegsgebiet. Und wir haben die Berufeausbilder. Und die haben wir hier, Festungen und Crewfähigkeiten. Da latschen wir dann auch direkt mal hier mit unserem Ochsen hin. Und als Jedi ist am besten Synthese oder Kunsthandwerk. Weil Kunsthandwerk macht man Waffen für Jedis, also Lichtschwerter, sowas. Mit Kunst-Synthfertigung macht man Jedi-Rüstungen. Und genau das werden wir auch machen. Zack, Herstellung von Gegenständen, da wird das beschrieben halt. Wir sollen auch mal mit der reden. Da sehen wir dann halt die nächste Stufe wäre bei 600. Das ist dann von der Erweiterung Onslaught. Ja, brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Ich spreche die hier alle jetzt noch an. Man kann einen Herstellungsberuf und zwei sozusagen Sammelberufe lernen. Und bei den Sammelberufen bin ich jetzt gerade überfragt, was ich da brauche. Ich muss mal ganz kurz nachgucken.
glaube, ich habe es nicht gespeichert, aber ist ja kein Problem. Star Wars The Old Republic Berufe. Guide zur Berufskombination. Perfekt. Wir haben jetzt Synthese gelernt. Und für Synthese wäre am besten geeignet Archäologie und Unterwelthandel. Dann machen wir das doch. Bin zu weit. So, Unterwelthandel. Gibt nämlich Erfahrungspunkte, die wollen wir natürlich mitnehmen. Und so ist jetzt Archäologie und Unterwelthandel. Ich habe es schon wieder vergessen. Archäologie und Unterwelthandel. Ja, Archäologie. So. Warte, noch mit euch schnell reden, weil hier. Seht euch die Ware an. Ach, nee. Womit kann ich dienen? Hier rede ich gleich. Hier kann ich gleich die Sachen verkaufen. Das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxis. Ja, ja. Überzeugt euch selbst. Ja. Hat mich sehr gefreut. Das kann ich nicht verkaufen. Okay. So, damit hätten wir schon mal die Sachen hier wenigstens schon mal beendet. Was ist das hier? Ihr da. Wie würde es euch gefallen, ein Leben zu führen, das eurem Status gerecht wird und dabei die Republik zu unterstützen? Stärkt eure politischen Beziehungen und vergrößert euren Einfluss in der Galaxis wie niemals zuvor. Mit eurer eigenen strategisch gelegenen Festung. Errichtet mit eurer Festung eine Machtbasis. Schützt euch vor euren Feinden. Und wenn ihr wollt, schmeißt eine Party. Viele Partys. Zeigt allen, wie erfolgreich ihr seid. Klingt es übertrieben, wenn ich sage, dass ihr der Republik keinen größeren Dienst erweisen könnt, als eine Festung zu besitzen und damit anzugeben? Wer weiß. Kauft euch jetzt eure eigene Festung. Für die Republik und für euch selbst. Ja, ist bestimmt teuer, oder? Festungseinführung. Kaufe bei einem Festungsverzeichnis eine Festung und reise zu deiner Festung. Ja, die haben wir hier oben. Die werden hier angezeigt. Festungsverzeichnis. Ja, Tatooine. Regie, Entschuldigung. Alderaan auch. Wenn dann auf Alderaan, oder? Festungskochen kosten. Entweder 1900 Kartellmünzen. Mhm. Oder 4 Millionen Credits. Ja. Das wird also erstmal so schnell nicht passieren und deswegen machen wir hier auch erstmal nicht. Und, wir werden jetzt erstmal nicht N, das war B hier. So, hier sehen wir jetzt, wir haben Sündfertigung, Archäologie und Unterwelthandel. Und ich würde sagen, wir schicken direkt mal unseren T7 los. Und ich gucke jetzt mal, was wir überhaupt brauchen. Artefaktfragment, Faserlösung ab. U-Bahn-Kristall. Schattenseide. Wo kriegt man das denn hier? Luxusstoff, okay. Dann holen wir doch schon mal Luxusstoff. Ja, der ist jetzt 2 Minuten unterwegs und dann kommt er zurück. Und gibt uns das dann quasi. Jetzt gehen wir noch kurz zu dem galaktischen Handelsmarkt. Obwohl brauchen wir nicht. Wir brauchen ja keinen Gleiter mehr, weil wir haben ja unser Vieh hier. Und ja. Hier unten muss ich jetzt ein bisschen neu sortieren, sehe ich gerade. Machtsprung, ja, der kommt da hin, du kommst da hin, du bist. Ihr seid Abwehr. Aha. Unbeugsam. Bewegungseinschränke, du bist Heilung.
Lanze durchbohrt das Ziel, genau. Du kommst mit dahin. Bis zu 8 Feinde. Ja, du kommst dahin. Und der macht Schwung, ist auch bis zu 8 Gegnern. Du kommst mit da unten hin. Ihr seid Einzelziel, genau. Und du kommst hier hin, weil du bist so eine Art Rage-Angriff. Ja, alles klar, super. Ja, dann machen wir nämlich jetzt, würde ich sagen, die Gruppenfinder-Einführung. Dafür muss man auf Gruppenfinder. Dann Flashpoints und halt eintragen. Das war's dann schon. Und da muss man warten. Und in der Zeit gehen wir kurz schon mal hier zur Kantine ein und gucken, ob wir hier irgendwo wo Lager haben. Da haben wir ein Lager. Oh, das ging schnell. Ich möchte aber noch kurz das hier abgeben. Bereit, jetzt reisen. Und schon geht es auf. Zum, wie heißt das hier? Die auf die SLS. Auf der Sith-Seite, also auf der Imperium-Seite, musste ich einmal komplett abbrechen, weil halt alle abgehauen sind. Anscheinend mochten sie die Instanz nicht. Und beim zweiten Mal war ich halt nur mit einer unterwegs. Entschuldigung. Ich werde jetzt die Gespräche aber skippen, weil. Ah, ne. Hier sind auch noch andere Gruppenmitglieder, die sich die Videos angucken. Okay. Dann müssen wir jetzt eben mit uns auch noch keine. Dies ist ein Raumschiff der Republik. Wenn die Mannschaft mit irgendwem sprechen sollte, dann wäre ich es. Ich wollte euch nicht beleidigen. Ich hatte nur auf eine Bestätigung gehofft. Es gibt das Gerücht, dass uns ein imperiales Kriegsschiff folgt. Ich weiß. Der Vertrag von Coruscant. Aber ich glaube nicht, dass das Imperium Frieden halten wird. Wasser sein ist gut. Oh, die Maske da von dem gefällt mir. Da wir nicht mit Sicherheit wissen, dass die Imperialen uns folgen, sollten wir uns keine Sorgen darüber machen. Ich wünschte, jemand von der Mannschaft würde meine Fragen beantworten. Die Mannschaft sagt den Passagieren gar nichts. Das ist nicht besonders beruhigend. Den Passagieren zu sagen, dass Imperiale in der Nähe sind, würde nur Panik auslösen. Ja, wahrscheinlich. Trotzdem ist der Gedanke beunruhigend, dass Imperiale hinter uns her sind. Warnung! Warnung! Beschuss! Für Aufschlag bereit machen! Ich wiederhole! Alle bereit machen! Ja, und schon geht's los. Nochmal reden, okay? Müssen wir denn jetzt nochmal reden? Verstehe ich nicht. Entschuldigung. Was soll das jetzt? Was soll das jetzt nochmal? Dieses, ich weiß. Wir sollten gut den Passagier. Könnt ihr mich hören? Mir geht es ausgezeichnet. Okay. Gut, hört zu. Hoffen wir, dass es noch nicht zu spät ist. Es ist nie zu spät für einen Versuch. Viel Glück. Und einer ist abgehauen. Zwei sind abgehauen. Nee, einer ist abgehauen. Okay, das geht ja. Oh, my God.
Los, Tyrus. Er ist tot, Sir. Eure Befehle? Ich bin hier, um meine... Ihr nützt uns hier am meisten, Jedi. Sir, wir können jede Hilfe gebrauchen. Durchhalten? Die Imperialen haben uns... Was ist mit euch los? Wollt ihr das Schiff einfach in die Hände der Imperialen... Das Schiff hinter uns ist eines der größten der Imper... Sir, eine Nachricht. Das imperiale Schiff... Was? Oh. Republikanischer Transporter SLS. Das wissen wir selber, Kilran. Sagt uns einfach, warum ihr hier... Euer Schiff transportiert eine anti-imperiale Terror... Wen? Wir haben keinen Passagier, der so heißt. Ich kenne... Interessant. Lüge oder Inkompetenz? Ihr habt Spione auf unserem Schiff? Ich habe überall Augen. Imperiale Soldaten betreten in Kürze euer Schiff über die primäre Luftschleuse. Wenn ihr versucht, meine Männer davon abzuhalten, Azara zu... Wo ist die primäre Luftschleuse? Ich werde die Imperialen auf... Habt ihr nicht zugehört? Wenn wir kämpfen... Das bringt nichts. Kilran hat uns im Griff. Er bringt alle um. Dafür ist er bekannt, wenn Kilran die Botschafterin findet, solange wir da sind. Ich lasse keine imperialen Soldaten an. Es ist tapfer, sich dafür zu melden. Hört zu. Das vorhin... Eure Hilfe macht einen Grupp... Jo, keine Ursache. Als Soldat der Republik ist es meine Pflicht zu helfen. Vielleicht. Aber wir sind für eure Hilfe dennoch dankbar. Unser Sicherheitstrupp trifft euch bei der primären Luftschleuse. Sie waren nicht oft im Einsatz. Aber Commander, viel Glück. Okay. Dann mal los. Also, die Imperialen wollen irgendjemanden von unserem Schiff haben. Und wir müssen das jetzt halt verhindern. Ich denke mal, wenn wir jetzt aufgestellt sind, man kann die Quest Points und die Quest Points kann man auch alleine zum Spielen. Ich hatte das Gefühl, dass es ein bisschen kürzer war, also dass so ein kleiner Teil weggeschnitten worden ist. Und es geht natürlich nicht so gut. Daher würde ich empfehlen, trotzdem immer zu versuchen, mit einer Gruppe reinzugehen. Der Zeitpunkt ist gekommen, ja. Männer. Hierfür, Sir, nein. Wir kämpfen nicht allein. Ja. Mein Licht schwebt. Hört ihr das, Männer? Die Imperialen werden jeden... Da war los. Ergebt euch! Ergebt euch! Oder tot. Ja,
euch! Die Brücke! Ihr müsst euch beeilen, das war alles eine Falle! Die Imperialen haben uns getäuscht! Oder tot, da ist sie! Die Botschafterin! Schnappt sie um jeden Preis! Ergebt euch! Sieg oder Tod? Sehr enttäuschend. Ha! Sieg! Es tut mir leid, Commander, aber so ist... Wir haben die gesamte Enter... Nein, ihr habt recht. Die Imperialen erster Offizier Haken hat uns in eine Falle laufen lassen, nachdem Haken euch hierher... Wir haben die erste Enter-Mannschaft auf... Es wird noch schlimmer. Eisenfaust und seine imperialen Kommandos haben... Wir müssen den Imperialen die... Deshalb habe ich euch aufgesucht. Worum geht es hier eigentlich? Wegen meiner Arbeit. Ich bin eine republikanische... Ja, bitte. Was machen wir als nächstes? Wir müssen die Brücke zurückerobern. Je länger die Imperialen die Kontrolle... Ich sagte euch bereits... Eine Sicherheitsverriegelung. Markus, bitte. Das ist nicht gut. Hoffentlich können wir Salen vor den Imperialen erreichen. Er und sein Team... Wir brauchen... Meine... Ja, komm, bitte. Entriegeln wir diese Brücke. Wir geben den... Ich gehe mit... So, wo müssen wir jetzt hin? Da lang. Die Waffen, die man für seine Profession... Commander Nalox, ihr habt Herz... Seid ihr dort in Sicherheit? Ja. Was könnten wir... Wie gesagt, ich klicke das jetzt alles durch, weil... Ich werde die... Wir haben es tut mir... Manche hier... Wir können die... Gut. Wir versuchen die gut. Wenn ihr... Man könnte eventuell irgendwann auch machen. Wo sollen wir zuerst lang? Müssen wir überall hin. Man könnte es vielleicht auch irgendwann machen, dass ich die Flashpoints als im Singleplayer auch nochmal durchgehe, dass man sich dann da die Story so ein bisschen durchlesen kann. Genau.
wenn das Interesse da ist, einfach mal einen Kommentar schreiben. Good evening, Slayer tonight. Okay, die macht das da schon. Sehr gut. Und verbarrikadiert haben. Weil wenn ich einfach irgendwelche Leute töten wollte. Ich weiß nicht, wie ihr es geschafft habt. Die Macht war mich, ich hätte immer... Was? Ich kenne... Die Macht seid in Ordnung. Ich bin bereit. Wir soll viel... Ich bin bereit. Wo mein Nasenspray ist, aber ich sehe es gerade nicht. So, wieder ein Aufzug. Wie sollte es auch anders sein? Also loopmäßig ist es hier gerade echt nicht so schlimm. So lang wie hier das der Flashpoint geht. Selber antreten kann.
Sie an. Das ist alles. Nein, geh bitte zur Mama. Gebt einfach auf. Seltsam, Vaporit. Untergehen! Tötet mich. Und da war was Lilanes. Erste Reserve. Das ist und. Frontaler. Wir verlassen. Ich kenne. Botschaften. Es wäre gut, wenn ihr mitkommt, Botschafterin. Ich tue mein Bestes, um euch zur Seite... Botschafterin! Gut. Viel Glück da draußen. Wir alle zählen auf euch. So, bin ja aufgewusst, dass jetzt gleich ein bisschen freier wird. Hey, wartet eine Minute. Ich... Aber... Was schlagt ihr? Ich möchte... Solange... Ich habe die... Denkt doch bitte...
So, darf ich jetzt... Ich glaube, jetzt geht's noch zum gegnerischen Schiff. Ja. Dann müssen wir dann, glaube ich, den Commander ausschalten oder so.
Ihr macht meine... Eure Männer können... Ihr Beweis auf... Das jetzt sich immer gerade so lange dauert. Zwischenzeit länger vor als...
So, wir müssen die Zeitgleise aktivieren. Sehr gut.
Ich möchte nichts Drastisches tun, doch ich muss. Gebt auf. Sofort. Vermissenheit ist ein... Ach, einen gewinne ich euch. Wohl den Verstand... Erbärmlich die Macht... Geprahlet. Oh, ihr habt recht. Des Haupttrubulators auf. In ein paar Augenblicken werden euer erbärmliches Schiff und eure erbärmlichen Freunde so, nur noch schwebende Trümmer sein. Zurück. Dann müssen wir das abgeben. Na, wenn ich bin genau.
draußen, okay. Alle sind an Bord, Plex. Bringt uns hier raus. Los! Wer? Es war... Wer, ich hab... Best... Hier für... Boot... Schip... Wir... Es ist eine Ehre. Und dir, ich... Klingt, als sollte das... Aber... Jetzt können wir uns entscheiden, ob wir nach Coruscant fliegen oder zur Raumstation. Raumstation müssen wir eigentlich alles geschafft haben, jetzt können wir nach Coruscant. Und damit haben wir unseren ersten Flashpoint erledigt. Und in der nächsten Folge geht es in die Arena und ins Kriegsgebiet. Und jetzt machen wir erstmal eine kurze Pause.